Und da wird mir dieser So geht gut dir, der mir auch eben geschrieben hat, bestimmt sagen, du musst ja nicht die ganze Zeit auf Schiljoka reagieren. Ich muss ja nicht, wenn das gerade passiert, gerade live passiert, was soll ich sonst machen? Schönen guten Tag. Ist das von der Lautstärke her angenehm? Heute wird es trocken, aber wichtig. Heute beantworten wir ein fürs letzte Mal auf diesem Kanal. Passt, sagt er, der F-Dax. Hoffentlich. Hi, Ski! Die Frage... Servus, Ski! Warum ich skeptisch gegenüber des Vogue-Phänomens bin. Kleiner Tipp, am besten als Podcast genießen. Das kann jetzt nämlich ein bisschen dauern. Okay, für den Rahmen. Bisher habe ich mich satirisch und polemisch, man könnte sagen kabarettistisch mit Vogue öffentlich befasst. Drugi, du warst in ihrem 6-Stunden-Stream mit Pause. Wir waren auch dabei und haben zugehört. Ich wurde ja auch mal erwähnt. Das will ich nur gerade erwähnt haben, dass ich auch mal erwähnt wurde. Und auch wenn ich es für unnötig halte, überspitzte Spottrede zu erklären, wurde mir durch ein Gespräch mit dem guten David Hein, mit dem ich eigentlich schon immer sehr zielführend debattieren konnte, klar, dass ich es euch schuldig bin, mein... Aber David Hein ist doch eigentlich für seine Wokeness bekannt. Also es ist schon seltsam. Eine durchaus, zumindest in meinen Augen, valide Kritik am Vogue-Phänomen auf eine wissenschaftlich fundierte Basis zu stellen, um Klarheit in meine Gedankensprünge zu bringen, die zugegeben oft nur ein Fazit, aber keine erklärende Herleitung bieten. Gut, dass Hollywood und andere Konzerne woke. Ich habe tatsächlich, als ich das erste Mal gesehen habe, in der Küche Küchenarbeiten gemacht und habe nur zugehört und mich immer gefragt, was klappt da immer so? Klapp, 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 das sind die Fotos, die er zeigt. Washing betreiben haben wir alle, wie auch beim Greenwashing, längst begriffen. Hier noch Beweisführung gegen den Kapitalismus bieten zu wollen, wäre redundant. Aber das Problem ist, dass vor allem Rechte das auch als Argument angeführt haben von Anfang an, um überhaupt gegen die Aufzeigung von Diversität zu sein oder sowas. Ne, beim Woke-Washing. Das ist das eigentliche Problem. Und du darfst ja nicht dasselbe sagen, was Rechte sagen. Also einige Leute glauben, dass man nicht dasselbe sagen darf, was Rechte sagen. Die nehmen einem quasi das Thema weg, vorweg. Auch Rechte haben manchmal recht. Manchmal sind die Argumente, die sie benutzen, zwar nicht ehrlich gemeint von denen, aber diese Argumente sind tatsächlich auch valide, wenn man sie aus den richtigen Beweggründen äußert. Ihr versteht, was ich meine. Die benutzen diese ja einfach nur, um ein Argument zu bringen. Damit sie nicht sagen müssen, wir sind aber dagegen, dass man diese Leute öffentlich sieht. 100% aller Mörder haben Sauerstoff geatmet, ja. Es ist sehr problematisch, dieser Sauerstoff. Schon geklippt, das war's. Was ist mit Vogue im Allgemeinen? Nun, heute... Intention nicht gleich Kontext. Versuche ich euch zu vermitteln, dass das Vogue-Phänomen ein gefährliches Gegenkonzept zur Aufklärung darstellt. Aber Vorsicht. Das Problem ist, dass Rechte manchmal das Argument benutzen, ohne tatsächlich das so zu meinen und auch zu einer anderen Konklusion kommen, was man dann machen müsste. Das Argument steht aber trotzdem. Man kann das auch benutzen und zu einem anderen Schluss kommen. So. Wenn jetzt Rechte sagen, dass das Woke-Washing ist, dann wollen sie, dass das aufhört und alles weiß bleibt. Wenn man aber etwas aufgeschlossener ist und dann hinterfragt, dass dieses Woke-Washing keine echte Repräsentation ist, könnte man ja echte Repräsentation fördern. Das wollen die Rechten nicht wirklich. Die benutzen das Argument nur als Hülle. Während man aber, wenn man wirklich ein progressives Gedankengut hat und wirklich was verändern will, dieses Argument weiterdenken kann und damit zu Verbesserung kommt, zur Progression vielleicht. Und immer im Hinterkopf behalten, wir sprechen von einer extremistischen Entartung des woken Gedankenguts. Exakt, genau. Nicht von Leuten, die Ja zur Homo-Ehe sagen. Im folgenden Abschnitt beziehe ich mich auf den Vortrag Frontalangriff auf die Wissenschaft und Aufklärung. Die Sache ist ja, dass wir jetzt, wenn wir auf sozialen Medien
Vogue-Kritik machen, was Imp ja auch schon lange macht. Imp macht schon lange Vogue-Kritik und wird dafür auch in die rechte Ecke gestellt und auch andere. Und das war ja krasse Diffamierung. Deswegen müssen wir immer mehr darüber reden, dass es in Ordnung ist, konstruktive Kritik anzuwenden. Von Dr. Andreas Edmüller. Seines Zeichens studierter Logiker, Linguist, Wissenschaftstheoretiker und Dozent für Philosophie an der Uni München mit Forschungsfokus auf Moral, Rechts- und Staatsphilosophie. Der Link zu seinem Vortrag ist... Das unterstellst du einfach, ohne es zu wissen. Du erlebst, dass die Rechten mehr bei den Fakten sind als die Linken. Das ist aber nur, weil du die verrückten Linken gegen die rational redenden Rechten stellst. Das ist das Problem. Weil nämlich die anderen Linken nicht sagen, weil sie Angst haben, rechts genannt zu werden. Oder dass Leute einfach rechts genannt werden, obwohl sie gar nicht rechts sind. So, und deswegen sollte man diese ganze verrückte Wokeness ein bisschen konstruktiv kritisieren, damit das nicht so angreifbar ist, vor allem. In der Beschreibung. Ich führe das deshalb so umfassend aus, um diesen Beitrag hier deutlich transparent von meinem sonst nur meinungsbasierten Content zu unterscheiden. Solltet ihr also gegenteilige Ansichten mit mir austauschen wollen, erwarte ich... Die Rechten stärken die Rechten. Wenn du verrückte linke Takes bringst und dir keiner widersprechen darf, dann stärkst du damit die rechte Position, weil die rechte Position dich ganz leicht debunken kann. Es muss vorher eine Korrektur auf der linken Seite stattfinden, damit du keine debunkbaren Takes raushaust. Da müsste man geschlossener als Linker offen für Kritik sein. Ich, dass auch ihr bestrebt seid, eure Behauptungen auf ein... Ich bin aber generell kein Politik-YouTuber. Ich komme auch aus der Mitte und um mich wird sich quasi gestritten. So, Leute eher aus der Mitte. Obwohl ich natürlich linke Ansätze, weil Sozialismus und so, also Leuten helfen, ne, im Kapitalismus auch auf jeden Fall immer dafür sorgen, dass... wisst, was ich meine. Ist schwierig. Sozialer, wie hieß das? Sozialer Kapitalismus? Oder... So, ne? Keine Ahnung. So halt. Dass immer noch Menschen geholfen wird, die sich nicht selber helfen können. So meine ich das. Dem muss geholfen werden. Ein wenigstens rudimentär nachprüfbares Fundament zu stellen. Sprich, mir Quellen anzugeben, welche der Überprüfung eurer Theorien dienen. Soziale Marktwirtschaft, danke. Um diesen Diskurs auf Augenhöhe führen zu können. Ich bin kein Erbsenzähler, mir reicht Wikipedia. 3,5-stündige Reaction-Videos nach der... Wen schauen wir gerade? Das ist Urst der Typ. U-R-S-T der Typ. Alles zusammengeschrieben. Er hat auch gerade ein Foto gepostet gehabt mit Simon Kretschmer. Prämisse, vertrau mir, Bro, denn ich beherrsche Anglizismen, werde ich allerdings weiterhin ignorieren. Literally. Urst der Typ. Um Vogue als Gegenentwurf zur Aufklärung zu identifizieren, Edmüller spricht von unterschiedlichen Koordinatensystemen, ist es natürlich nötig, bei... Wird er rechts gelesen? Ich weiß nicht. Wenn er mit David Hein zusammen quatscht, dann wird er wahrscheinlich nicht rechts gelesen sein. ...die Begriffe zu definieren. Es fällt bei der Aufklärung leicht. Wikipedia sagt dazu Folgendes. Der Begriff. Eigentlich müssten 95% aller Menschen linker Ansicht sein, weil das ja vor allem soziale Werte stützt. Wer ist denn bitte nicht für soziale Werte in gewissem Maße? Die einen mehr, die anderen weniger, ne? Aber ich glaube, die meisten haben doch einen sozialen Kern. Begriff Aufklärung bezeichnet die um das... Eigentlich Mitte, aber sowas wird immer rechts gelesen, kann sein, ja? ...Jahr 1700 einsetzende Entwicklung durch rationales Denken, alle den Fortschritt behindernden Strukturen zu überwinden. Die Freimaurer ergänzen um folgende Grundpfeiler: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Dr. Edmüller fasst es folgendermaßen zusammen. Aufklärung beinhaltet das Weltbild naturwissenschaftlicher Theorien, Methoden, Prinzipien und Ethos. Du magst lieber kernlose Melonen. Da habe ich letztens einen Post gesehen, wo ein Typ bewertet, welches Gemüse oder welches Obst. Ich überlege gerade, wie ich das in Worte fassen kann, ohne dass es zu anstößig klingt. Also wenn man, sagen wir mal, man hat ein großes Obstding und man macht dann so ein Loch da rein, so ein tiefes Loch. So, wo man noch keine Hand reinstecken kann, aber ein Loch ist vorhanden.
Und der hat dann einfach ein Foto davon gemacht, wie er diese Aushöhlungen in alle gemacht hat. Und der Titel war dann, welches Obst ergibt die beste Körperteilersatz? American Pie, quasi, ja. Welches Obst ist der beste amerikanische Kuchen? Wo man ganz tief mit dem Finger mal reinstecken kann, um die Füllung zu probieren. Genau. Obstophilio. Obstophilio. Nein, ich meine, ey, das sind Fragen, die stellt man sich einfach. Und ich meine, wenn Joker hier gerade schon meint, er steht mehr auf die Kernlosen, dann wissen wir Bescheid, ne? Joker. Wir wissen Bescheid. Aber das ist doch wie Lustnoppen, oder nicht, die Kerne? Geben die nicht so den speziellen Reiz? Oder kratzen die? Ethos steht hier beispielsweise für die Freiheit, alles tabulos skeptisch hinterfragen zu dürfen, was wir ja gerade auch tun, sowie eine Transparenz der eigenen Arbeit, um sie überprüfbar zu machen, was ich versuche zu gewährleisten. Des Weiteren fügt er dem normativen Individualismus hinzu, der sich wie folgt definieren lässt. Moralische Normen, Regeln, Bewertungen und Überzeugungen lassen sich in letzter Instanz ausschließlich durch grundsätzlich gleiche Berücksichtigung aller Betroffenen. Wie immer die Banane. Und sie ist die Banane. Einzelnen rechtfertigen. Konkreter ausgedrückt, der normative Individualismus bezeichnet den Grundgedanken der liberalen bzw. humanistischen Philosophie, wonach der letzte Bezugspunkt einer Rechtfertigung ethischer, moralischer, rechtlicher und politischer Entscheidungen stets das Individuum ist, nicht aber ein Kollektiv wie die Familie, eine Religionsgemeinschaft oder der Staat. Dr. Edmüller klingt hart, ne? Stellt folgerichtig, also schwer zu folgern, was er alles vorliest. Fest, dass dieser Gedanke im Würdegedanken unseres Grundgesetzes verankert ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Der dritte Grundpfeiler der Aufklärung nach Edmüller ist der normative Säkularismus. Der Säkularismus ist natürlich jedem ein Begriff. Es geht schlicht um die Trennung von Religion und Staat. Edmüller bricht den Staat jedoch auf. Du bist für Erdbeeren. Ich will dich wirklich nicht diskriminieren, aber... Die haben ihre Lustnoppen aber außen. Ein Konstrukt aus Moral, Gerechtigkeit, Normen und Werten und wendet den Säkularismus nicht nur auf seine Gesamtheit, sondern auch auf seine Einzelteile an. Jene Einzelteile sind, Zitat, Menschenwerk und nicht vom Himmel gefallen. Naturwissenschaft, Menschenwürde, Säkularismus. Liest man. So, ich muss das Video ein bisschen beschleunigen, oder? Das wird ansonsten. Er erklärt nämlich sehr viel, da kann ich ja auch nicht wirklich einhaken. An sich durch die Selbstverständnis der Aufklärung kommt schnell die Frage auf, was hat Vogue eigentlich noch zu ergänzen? Und die Antwort lautet nüchtern, nichts. Beide Bewegungen sind aus der Kausalität ihrer Weltanschauung heraus gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, für Gleichberechtigung. Dennoch kommt Dr. Edmüller zu der These, dass die Aufklärung gute und die Vogue-Bewegung schlechte Argumente hat. Zitat, und wer mit schlechten Argumenten... Wir müssen unterscheiden zwischen normalen Woken und den Extremisten hier auf Twitch. Das stimmt natürlich. Die zwar immer von Menschenrechten reden, aber diese Menschen, die sie für rechts halten, aber absprechen. Das stimmt. Das ist ja auch extrem. Da müssen wir auch hinterfragen können. Enskilled, guten Abend. Meinte ich ja, hatten wir vorhin schon, ne? Wenn Kuchen es macht, dann ist es illegaler Content. Wenn andere das machen, ist es aber in Ordnung. Deswegen ist es in Ordnung, wenn man ihn meldet, weil er als Person einfach nicht gemocht wird. Bei anderen sieht man die Verstöße aber nicht. Bei anderen sind die Verstöße in Ordnung. Und das ist nicht gut, einfach so unterteilen zu können in hier greift die Moral, hier müssen die Gesetze gelten, bei dem müssen die Gesetze nicht gelten, weil Wokeness oder so, weil Idealismus. Weil wir sagen das jetzt einfach so. Für eine gute Sache kämpft, hat einen Fehler gemacht. Diese Erkenntnis ist beruhigend. Fehler als solche identifiziert, können behoben werden. Und wenn ihr euch nach diesem Video nicht mehr als Vogue bezeichnen wollt, liefere ich euch heute direkt mit der Aufklärung
die bessere Alternative. Doch was ist nun eigentlich Woke? Nun, zieht man das Internet zu Rate, ist es ein afroamerikanischer, in den 1930er Jahren entstandener Ausdruck, der ein wachsames Bewusstsein für mangelnde soziale Gerechtigkeit und Rassismus beschreibt. Soweit, so jeder Klugscheißer. Doch zwischen 1700, wir erinnern uns, hier verorten wir den Ursprung der Aufklärung, und 1930 liegen 230 Jahre Menschheitsgeschichte. Da sollte das Woke heute, also rund nochmal 90 Jahre später, eigentlich mehr zu bieten haben als reine Wiederholung. Und das hat es tatsächlich, wenn auch oft schwammig und vermischt mit Gedanken der Identitätsbewegung der 70er Jahre. Dennoch ist es für meine Analyse nun sehr wichtig, dem Woke-Phänomen eine akademische Basis zu geben, schlicht um seine Existenz zu belegen. Und Identitätsbewegungen halte ich generell für schlecht. Ihr fangt dann immer nur an, euch einzureden, dass ihr irgendwas machen müsst, weil ihr euch selber so identifiziert. Und das ist aber gar nicht wahr. Diese Identifizierung ist eine Illusion, die existiert nicht. Was mich zu dem Werk The Racial Contract vom jamaikanischen Philosophen Charles W. Mills bringt, indem er zu belegen versucht, dass es eine Art Rassenvertrag gibt, welcher Weißen formell und informell gestattet, Nicht-Weiße zu unterdrücken und auszubeuten. Mills behauptet, der Gesellschaftsvertrag basierend auf den Theorien über Moral und Politik von Kant, Rousseau und Hobbes meint nur die Mitglieder europäischer Stämme und deren genetische Nachkommen. Wenn Weiß Gerechtigkeit sagt, meinen sie eigentlich just us. Was sich hier wie Geschwurbel der Rechten mit getauschter Hautfarbe anhört, ist kein dummes Buch und durchaus Grundlage wissenschaftlicher Tagungen. Wichtig, was diesen Woke-Begriff betrifft, ist, dass der ja benutzt wird gegen Leute, die ganz verrückte Verallgemeinerungen aufstellen. Das, machen wir uns nichts vor, das sind Verallgemeinerungen. Ständig zu sagen, wenn du das sagst, dann bist du aber böse und AfD. Stimmt ja nicht. Jeder Mensch, der eine Aussage tätigt, kann ja verschiedene Intentionen hinter der Aussage haben. Also alle immer abzustempeln, das ist ja alles andere als aufgeklärt sein. Das ist ja sehr vorurteilbehaftet. Das nennen wir gerade den Wokismus, obwohl woke zu sein eigentlich was Gutes ist. Und wenn wir besser differenzieren könnten, wären wir ja auch woke. Und eigentlich sollte man diesen Begriff eher reinwaschen, also davon befreien, von den Pauschalisierungen. Edmiller ergänzt zudem noch die weiterführenden Werke White Fragility und How to be an Anti-Racist. In letzterem wird sogar von der Diskriminierung der Diskriminierenden gesprochen, von der Errichtung eines diskriminatorischen Staates also. Dazu später mehr. Wir merken, so langsam geraten unsere Werte unter Beschuss, zumindest wenn wir uns für aufgeklärt halten. Um die Kernthese von Mills nochmal klarzumachen, The Racial Contract behauptet, dass die Aufklärung unter Zuhilfenahme der Naturwissenschaft nur ein rassistisches Instrument weißer Männer ist, um die Welt zu kolonialisieren. Das ist der erste Grundpfeiler der woken Weltsicht. Aber der Ton wird noch schärfer. So richtig interessant ist nämlich Quell. So, Kinder, hier ist eure Milch. Davon werdet ihr groß und stark. Yep, Dankeschön. Es gibt halt natürlich immer noch Vorurteile gegen Menschen, aber je nach Umfeld auch. In Deutschland sind ja nicht alle Bereiche von reinen Deutschen besetzt. Nicht alle Stadtviertel sind von reinen Deutschen besetzt, wo dann jeder, der nicht rein deutsch ist, diskriminiert wird. Das kann ja auch ganz anders stattfinden. Schrift Nummer 2. Und hier kann ich leider nur der Expertise von Dr. Edmiller vertrauen, da ich dieses Buch selber nur in Ausschnitten gelesen habe. Es handelt sich um Science Wars. Diese Schriftensammlung bildet die intellektuelle Basis der Science and Culture Studies und vertritt folgende Kernthesen. Die Naturwissenschaften sind nicht universell, sondern eines von vielen Narrativen. Naturgesetze sind soziale Konstrukte mit Spielregeln zu vergleichen. Konsens unter Experten ist dem Konsens bei der Papstwahl gleichzusetzen. Es geht lediglich um Macht und Einfluss. Objektives Wissen ist eine Illusion. Man sollte lieber fragen, wem nützt die Erkenntnis? Und an dieser Stelle greift die Schrift auf unser erstes Buch zurück. Natürlich dem weißen, männlichen Europäer. Wem nützt das? Genau, ihr dürft nichts Falsches sagen, sonst haben nämlich die Bösen nachher recht. Und jetzt wird es in meinen Augen brandgefährlich. Ja, an der Stelle sind wir auch bei dieser Kontaktschuld. Du darfst nicht das sagen, was den Bösen hilft. Ja, aber dann kannst du niemals Gegenrede leisten. Dann kannst du niemals irgendwas verbessern. Du kannst keine nützliche Kritik äußern, weil das die Bösen eventuell auch schon getan haben. Dann darfst du es nicht mehr sagen. Dann schottest du dich ja von allem ab. Dann überlässt du denen ja alle Kampffelder einfach. Du darfst ja nicht mehr mitreden. Du darfst die Worte nicht benutzen. Das System der Weltbeschreibung ist besser oder schlechter als das andere. An diesem Punkt
sollte dem Letzten klar werden, was mit Frontalangriff auf die Aufklärung gemeint ist. Ein solches Gedankengut öffnet beispielsweise den Kreationisten Tür und Tor. Greift bereits jetzt in den USA. Du darfst sie nur verbannen und 10 Jahre später wunderst du dich, dass Trump gewählt wurde. Genau. Wo kommen die plötzlich her? Wo sind die alle? Ich habe die doch auf Twitter alle geblockt. Wie konnte jetzt plötzlich Trump Präsident werden? Wie geht denn das? Bis ins Oval Office. Legitimisiert barbarische Zustände mit der Erklärung, man habe sich mit seinen ausgedachten Naturwissenschaften nicht in die Geschicke oft gottgegebener Kausalitäten einzumischen. Überzogen gesprochen, wenn der Mann auf der Pyramide glaubt, dass es morgen Regen bringt, ist es okay, ein paar Herzen bei lebendigem Leibe aus seinen Mitmenschen zu schneiden. Aber lasst uns nicht albern werden, die Sache ist ernst. Denn nach der woken Überzeugung wären auch beispielsweise die Protokolle der Weisen Zion nur ein weiteres legitimes Modell der Welterklärung. Zur Einordnung, diese sind ein antisemitisches Pamphlet. Es wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von unbekannten Redakteuren auf der Grundlage mehrerer fiktionaler Texte erstellt und gilt als einflussreiche Programmschrift antisemitischen Verschwörungsdenkens. Die Protokolle geben vor, die Pläne jüdischer Weltverschwörer wiederzugeben. Kurz, sie sind die Basisliteratur der Hamas und unterfüttern zusätzlich vom Islam indoktriniert, deren Überzeugung, dass der Jude ausgerottet gehört. From the river to the sea. Übrigens, outet man sich im Gaza als homosexuell, brandet einem ein ähnliches Maß an Toleranz entgegen. Männlich. Wer entscheidet eigentlich, was Vogue ist? Die Sache ist, das kommt ja gerade erst auf. Bis vor einer Weile wurde ja schwer abgestritten, dass es überhaupt dieses Vogue-Phänomen gibt. Und wer das gesagt hat, wurde sofort als rechts diffamiert. Die Sache ist, dieser Begriff Vogue befindet sich ja gerade irgendwie im Streit. Weil das eigentlich was Gutes ist, aber Leute als Vogue betitelt werden, die ja extrem extremistisch und verallgemeinern sind, die sehr viele Vorurteile haben und absolut nicht kritikfähig sind. Oder die nicht kritikfähig wirken. Diese Leute werden heutzutage Vogue genannt. Und eigentlich müssten wir das hinbekommen, dass dieser Begriff wieder positiv eingesetzt wird. Weiblich Gelesene werden an Motorräder gebunden und zu Tode geschleift, weiblich Gelesene vom Dach geschmissen. Gehen wir gemeinsam mit Greta Thunberg und der LGBTQ-Bewegung in uns. Welche Theorie als Grundlage für ein hypothetisch reformiertes Gaza wäre besser geeignet, um den homosexuellen Einwohnern dort und den jüdischen Nachbarn das Leben zu retten? Die des weißen Cis-Mannes mit seiner Aufklärung und dem Würdegedanken? Oder jene der Vogue-Bewegung, die die Würde des Menschen der Würde der Systeme unterordnet? So langsam kommen wir drauf, was mit schlechten Argumenten gemeint ist, oder? Doch kommen wir mit Dr. Edmüller zu einem anderen, weniger drastischen Beispiel. Am 6. Dezember 2021 erregte ein Tweet meine Aufmerksamkeit, welcher mein Interesse auf die Royal Society of New Zealand lenkte. Diese hatte gerade beschlossen, ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Wird man Bookies daran erkannt, dass sie übertrieben haarig waren? Da gibt es auch ein Video von auf Klo, glaube ich, wo darüber geredet wird, dass man heute wieder Haare wachsen lassen soll für den Feminismus, weil das Patriarchat zwingt den Frauen ja das Rasieren auf. Einzuleiten, welches zum Ausschluss von Professor Cooper plus Kollegen aus eben jener Royal Society of New Zealand führen sollte. Doch was war geschehen? Nun, das Programm Vision Maturanga. In dieser Regierungsinitiative seit 2005 in Kraft versuchen die Neuseeländer, die dürfen nur noch den Vollbart behalten, die Kultur der Maori zu erhalten sowie Entschädigung für deren Ausrottung bei der Besiedelung durch die Engländer zu leisten. Soweit so unterstützenswert. Doch für Professor Cooper und Co. ging die Initiative zu weit, als Maturanga Maori nun an Schulen unterrichtet werden sollte. Zur Erklärung, Maturanga Maori ist nicht nur eine Ansammlung von Wissen über Botanik und Seefahrt, sondern eben auch Religion der Maori. Die Rede ist von einem Götterpaar, auf das alles Leben zurückzuführen ist. Nun hätte kein Wissenschaftler ein Problem damit gehabt, Maturanga Maori im Ethik-, Religions- oder Geschichtsunterricht zu etablieren. Heimat- und Sachkunde oder Sozialkunde. Jedoch sollte Maturanga Maori zukünftig gleichwertig mit den Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie als alternatives Modell der Welterklärung unterrichtet werden. Cooper und Komplizen verfassten also einen offenen Brief in die Was ja Unsinn ist, mit Kreationismus anzukommen und zu sagen, die wurden ausgerottet oder die wurden damals getötet, deswegen müssen wir deren Religion jetzt zur Naturwissenschaft erklären. Weil wer sind denn wir, dass wir sagen, dieses Volk hatte keine echte Naturwissenschaft, nur weil unsere Naturwissenschaft anders ist, obwohl Naturwissenschaft universell ist. Fans of Science, um dieser Idee. Sie ist ja etwas, was man nicht erfindet, sie ist etwas, was man entdeckt. Und sie haben sie noch nicht entdeckt gehabt. Sie waren noch nicht so weit, die Naturwissenschaften so weit zu entdecken.
Deswegen muss man doch jetzt nicht deren alten Religionen aufgreifen oder deren alte Religionen zu sagen, das ist aber gleichwertig mit dem, was wir bis jetzt entdeckt haben, in der ganzen Zeit dazwischen. Energisch entgegenzutreten und verloren nach einem öffentlichen, Vogue geprägten Shitstorm beinahe ihre Jobs. Wie habe ich die 10-Minuten-Lücke schon aufgegeben? Impf mir nix. Ich lese dich doch. Zwar live. Argumente der Vogue-Bewegung für die Pseudowissenschaften Matuaranga Maori und gegen die Verfasser des Briefes werden von Dr. Edmüller in 3 Punkte unterteilt. Erstens Rassismus und Diskriminierung, zweitens Gleichwertigkeit, drittens verletzte Gefühle. Also gehen wir sie doch mal gemeinsam mit ihm durch und kommen zum Punkt Rassismus und Diskriminierung. Mats ab. Beim Thema Rassismus kamen folgende Argumente gegen diese 7 Wissenschaftler. Naturwissenschaft wurde als Waffe bei der Kolonisierung gegen die Maori eingesetzt. Ach, böse Wissenschaft. Ich glaube, die Umbrella-Organisation benutzt auch Naturwissenschaft als Waffe. Den Tyrant zum Beispiel. Stimmt. Wir alle wissen, dass die Naturwissenschaft dunkle Seiten hat. Rassismus wurde einige Jahrzehnte lang versucht, wissenschaftlich zu belegen. Dann, ihr wollt nur die koloniale und rassistische Machtbasis an den Unis in Neuseeland erhalten. Ja, aber Moment mal. Das hat sich ja alles als falsch herausgestellt. Sollen wir jetzt aus reinem Wokismus vielleicht diese ganzen Rassismus-Naturwissenschaften auch wieder aufnehmen? Einfach nur, um zu sagen, komm, wir können doch jetzt nicht einfach sagen, dass das nicht stimmt. Das wäre doch gemein. Das ist ja Blödsinn. Oder indigenes Wissen bezüglich Umwelt, Klima, Pflanzen soll weiter unterdrückt werden. Mataranga Maori soll weiter... Kann man kurz zusammenfassen, worum es geht? Es geht hier darum zu erklären, warum es wichtig ist, bestimmte Aspekte des Wokismus anzusprechen und zu kritisieren, obwohl da eine starke Gegenreaktion vorkommt. Weil Leute, die extrem woke sind, meinen, jeder, der kritisiert, gehört zum rechten Lager, der wird diffamiert. Dabei ist es gefährlich, wenn man Leute, die nur auf Gefühle setzen, die Naturwissenschaften hier irgendwie diffamieren lässt. Und das kam vor bei naturwissenschaftlichen Foren, dass die jetzt gesagt haben, sie wollen Maturanga Maori, die Religion der Maori, zur Naturwissenschaft erklären, die in der Schule beigebracht wird. Und dagegen wehren sich einige Leute, die sagen, ihr könnt doch nicht eine Religion auf die gleiche Stufe setzen wie Naturwissenschaften, die wir entdeckt haben und die einfach universell im ganzen Universum gleich sind und funktionieren. Das sind ja Fakten. Ihr könnt jetzt nicht Glauben mit Fakten gleichsetzen, einfach nur, weil das Volk damals unterdrückt und ausgerottet wurde. Das macht deren Religion ja nicht faktenbasierter. Und dass die Naturwissenschaft benutzt wurde, also die höhere Evolution der Völker, die ankamen und ausgerottet haben, das macht die Naturwissenschaft ja nicht gleich falsch und böse. Da zieht ein Geist in die Unis ein, den wir vor 600 Jahren überwunden haben, ja. Ein abgewertet und an der Entwicklung gehindert werden. Also hier wird erklärt, warum es wichtig ist, auch als Linker Wokeness zu kritisieren, damit es nicht extreme Maßen annimmt. Schlimme Maße. Wenn man das hört, fällt sofort auf, dass... Wissenschaftlich feindliche Maße. Das ist keine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern da geht es nur auf die Funktion von Wissenschaft als Instrument des Rassismus. Und diese Überlegung ist nicht absurd, sondern führt uns ins Herz der DNA dieser Woke-Bewegung oder Woke-Phänomens, wie ich das nenne. Und zwar dahin. Dieses Argument hat eine akademische Basis in einem in den USA sehr bekannten, bei uns leider gar nicht bekannten Buch von Professor Charles Mills. Das Buch heißt The Racial Contract. Okay, an dieser Stelle schließt sich der erste Kreis zur akademischen Basis des Woke-Phänomens. Ich meine, momentan wird ja auch wirklich wenig geschrieben. Ich weiß nur gar nicht, wo man den Chat umschalten kann. Ich habe das ja gar nicht gemacht, das waren meine Mods. Die guten Mods. Denn dieses Argument geht eindeutig auf die Kenntnisse des Racial Contract zurück. Und ja, Woke hat hier durchaus Punkte, die diskussionstauglich sind. Streicht man mal die offene Kriegserklärung an die Naturwissenschaft. Denn ja, sie wurde als Waffe zur Kolonialisierung verwendet. Doch so bitter es auch klingen mag, die Ausrottung der Maori durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die eine technologisch überlegene Kultur aus den Kolonialisten machte, bestätigt schließlich zugleich die Überlegenheit eben jener Erkenntnisse. Anders. Ich sehe, der Slowchat ist aus. Wunderbar. Danke, Samara. Oder Karma, wer von euch beiden das auch war. Ich muss mal gucken, doch, da steht Samara. Ich muss mal gucken, wo das eigentlich geht, das mit dem An- und Ausschalten. Vom GWUP-Symposium. Ich glaube schon.
ausgedrückt mal ein Gedankenspiel für Alternativhistoriker. In der Hand der Ureinwohner wäre die Naturwissenschaft sicher kein weniger scharfes Schwert gewesen. Der Anwender ist austauschbar. Zudem lässt sich die Frage stellen, ob der Rassismusvorwurf hier nicht 300 Jahre zu spät kommt. Doch fahren wir fort, denn schon beim zweiten Punkt wird einem leider wieder Angst und Bange. Die Gleichwertigkeit meint schließlich, was wir aus dem Buch Science. Er erklärt, wo die Glaubenssätze des Wokismus, des aktuellen Wokismus herkommen, die ja immer von der Kolonialisierung reden und deswegen sind Weiße Rassisten, weil es Kolonialisierung gab und deswegen ist alles, was Weiße machen, böse. Zum Beispiel Naturwissenschaft wird dann auch für böse erklärt und die Religion der Unterdrückten wird dann zur Wissenschaft erklärt, weil das die Opfer waren. Das ist das Beispiel, was er aufgreift. Das ist ja wirklich jetzt passiert. Da gibt es wirklich eine Diskussion drum. Und er nutzt dieses Beispiel, um zu erklären, warum es wichtig ist, dagegen zu halten. Nicht nur als Rechter, gar nicht als Rechter, sondern auch als Linker, weil es immer nur diese Ansicht gibt, dass du entweder woke bist oder du bist rechts. Es gibt nichts außerhalb von woke außer rechts. Das ist, was er kritisiert und versucht hier klarzumachen, dass man auch als Linker woke kritisieren muss und darf. Keynes Wars gelernt haben. Kurz, kein System der Weltbeschreibung ist besser oder schlechter als das andere. Maturanga Mori hat schlicht seine eigene Vorstellung. Er hat vorher nur definiert, was dieser extreme Wokismus ist, wo es halt auch in einem Beispiel darum geht, einfach eine Religion zur Wissenschaft zu erklären, weil die tun einem ja leid, diese armen Unterdrückten. Das ist diese Art des Wokismus. Dieses alles in privilegiert und unterprivilegiert einzuteilen. Stellung vom Wahrheitsbegriff. Pravda, möchte man da räuspernd hüsteln. Religion auf Augenhöhe mit der Wissenschaft? Woke wird zum Steigbügelhalter der Kreationisten. Torpediert den hart erkämpften Säkularismus. Und ich gebe zu, mich an dieser Stelle nicht zu sehr emotional korrumpieren zu lassen, fällt mir schwer. Daher kommen wir mal zur Auflockerung, zu knackiger Fanpost, die die Royal Society of New Zealand jener Tage erreichte. Sehr geehrter Dr. Ridley, ich habe Jerry Coynes lange, ausführliche und faire Kritik an dem lächerlichen Vorhaben gelesen, die Wissensform, in Anführungsstrichen, der Maori in die naturwissenschaftlichen Lehrpläne Neuseelands aufzunehmen und über das offen gesagt erschreckende Versagen der Royal Society of New Zealand für die Wissenschaft einzutreten, was ja schließlich die Aufgabe ihres Verbandes ist. Die Welt ist voll von tausenden von Schöpfungsmythen und anderen farbenfrohen Legenden, von denen jede neben den Maori-Mythen gelehrt werden könnte. Warum die Maori-Mythen? Aus keinem besseren Grund als dem, dass die Maoris einige Jahrhunderte vor den Europäern in Neuseeland angekommen sind. Das wäre ein Grund, Maori-Mythologie im Anthropologieunterricht zu unterrichten. Es gäbe sogar noch bessere Gründe, für australische Schulen die Mythen ihrer Ureinwohner zu lehren, die Zehntausende von Jahren vor den Europäern kamen. Oder für britische Schulen keltische Mythen zu lehren. Oder angelsächsische Mythen. Aber keine indigenen Mythen von irgendwo auf der Welt, egal wie poetisch oder ergreifend schön, gehören in den naturwissenschaftlichen Unterricht. Der naturwissenschaftliche Unterricht ist definitiv nicht der Ort, um wissenschaftliche Unwahrheiten neben echter Wissenschaft zu lehren. Kreationismus ist immer noch Blödsinn, auch wenn es indigener Blödsinn ist. Die Royal Society of New Zealand, wie auch die Royal Society, deren Mitglied ich bin, sollte für die Wissenschaft stehen. Keine westliche Wissenschaft, keine europäische Wissenschaft, keine weiße Wissenschaft, keine kolonialistische Wissenschaft, einfach nur Wissenschaft. Wissenschaft ist Wissenschaft ist Wissenschaft. Und es spielt keine Rolle, wer sie betreibt, wo sie betrieben wird oder in welcher Tradition, in Anführungsstrichen, sie aufgewachsen ist. Echte Wissenschaft ist evidenzbasiert, nicht traditionsbasiert. Sie beinhaltet Sicherheitsvorkehrungen wie Peer Review, wiederholte experimentelle Tests von Hypothesen, Doppelblindversuche, Instrumente zur Ergänzung und Validierung fehlbarer Sinne. Echte Wissenschaft funktioniert. Sie landet Raumfahrzeuge auf Kometen, entwickelt Impfstoffe gegen Seuchen, sagt Sonnenfinsternisse auf die Sekunde genau voraus und rekonstruiert das Leben ausgestorbener Arten, wie zum Beispiel der tragisch vernichteten Moas. Wenn die neuseeländische Royal Society sich nicht für die wahre Wissenschaft in ihrem Land einsetzt, wer? Kreationismus ist de facto kein Blödsinn. Kreationismus ist Religionslehre und sagt, dass Adam und Eva die ersten Menschen waren. Vor 6000 Jahren. Das lässt sich ja faktisch widerlegen. Dann, wofür ist der Verband sonst da? Was ist sonst der Grund für seine Existenz? Mit freundlichen Grüßen, Richard Dawkins. Sein Tweet war es, der mich damals auf die Debatte um Maturanga Maori aufmerksam machte. Vielleicht war es auch sein Brief, der Schlimmeres für seine neuseeländischen Kollegen abwenden konnte.
Wäre ich Vertreter der Royal Society of New Zealand, würde ich zugegebenermaßen zumindest im Erdboden versinken, sollte mir einer der zurzeit weltweit einflussreichsten Darwinisten eine solche Standpauke halten. Aber kommen wir zum dritten Punkt. Das sagt Kreationismus nicht per se. Wenn es darum geht, Kreationismus in der Schule zu lernen als Naturwissenschaft, was ist denn im Kreationismus faktenbasiert? Verletzten Gefühlen. Und übergeben wir wieder das Wort an den eigentlichen Star dieser Show, Dr. Ed Müller. Das dritte typische Argument war, ihr verletzt die Gefühle der Maori, wenn ihr dermaßen Kritik an Mataranga Maori übt. Und das ist im Grunde ein Argument, das kennen wir auch aus den aktuellen Woke-Debatten. Das Argument mit dem Ach, da ist eine Intelligenz dahinter. Ja, ja. Im verletzten Gefühlen, das kennen wir alle aus der Cancel-Culture-Debatte. Ja? Wenn ein Schweizer mit blonden Haaren und blauen Augen in Schweizerdeutsch Reggae macht, dann fühlen sich so viele Leute in ihren Gefühlen verletzt, dass wir denen das Reggae singen. Dancing Demons, danke, dass du das abschließt mit einem Abo. Abot gerne rein. So. Verbieten muss. Das ist messbar. Lasst mal einen messbaren Eindruck da, ein Abo. Und das ist nichts anderes als ein Frontalangriff auf den Würdegedanken der Aufklärung. Warum? Die Würde wird in unserer Verfassung mit Hilfe von 20 Freiheitsrechten ausbuchstabiert und präzisiert. Da steckt ein Menschenbild dahinter. Nämlich wir sind fähig, diese Freiheitsrechte verantwortungsbewusst auszuüben, mit Erfolg auszuüben. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn 85 Millionen Bundesbürger von diesen Freiheitsrechten Gebrauch machen, da wird immer irgendjemand irgendwas sagen, was irgendjemand anders nicht gefällt. SG, danke fürs Abo. Da ist jeder von Lebensentwürfen umgeben, die ihn mit Entsetzen erfüllen, die seine Gefühle verletzen. Das geht gar nicht anders. Und das Menschenbild ja, cool. Sagt, wir sind in der Lage, da so tolerant zu sein, dass wir damit leben können und das aushalten. Und das ist sogar ein Entwicklungsmotor der Idee der offenen Gesellschaft, dass man über den ständigen Dissens, also das ständige sich aneinander reiben, Ideen austauschen, engagiert diskutieren, um die beste Lösung ringen, auch wenn es schwerfällt. Wir sind fähig, das zu tun, wir sind fähig, das auszuhalten, wir sind fähig zur Toleranz. Und das ist der Entwicklungsmotor für unsere offene Gesellschaft. So kommen wir weiter. So geht's nach vorne. Das ist der Kerngedanke des Würdebegriffs, dass wir alle diese Robustheit haben. Und wer sagt, dass man offene Briefe mit dem Inhalt, dass Mataranga Maori eventuell den Naturwissenschaften nicht gleichgestellt werden sollte, deswegen nicht veröffentlichen darf, weil es die Gefühle der Maori verletzt, der greift damit den Würdegedanken an. Das Hype Train wieder incoming. Hört ihr offene Briefe? Offene Briefe sind wichtig. Schickt offene Briefe. Ein Bild, das dem Würdegedanken unterliegt. Die Gruppe, in Klammern Betroffene, hat die uneingeschränkte Freiheit, innerhalb ihrer Regelwerke so zu handeln. Bob Sterino, gute Nacht. Viel Spaß im Bett. Wie ihr beliebt. Kritik von außen, der Brief der Wissenschaftler, ist rassistisch. Und deren individuelle Meinung gehört unterdrückt. Cancel Culture. Am Ende meines Beitrags werden wir übrigens herausfinden, dass es da noch ganz andere gibt, die dafür plädieren, Kulturen im besten Falle auch vor extern. Ich bin auch gar nicht mit 30 Minuten Verzögerung gestartet. Einen Gedanken zu isolieren. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich versucht zu belegen, dass Vogue ein Türöffner für den Kreationismus ist, dass Vogue die individuelle Menschenwürde geringer schätzt als die Würde kultureller Kollektive und dass Vogue die Naturwissenschaft als Waffe des Rassismus einordnet, was ich für antiquiert halte, da Vogue dafür selber eine Einteilung in Rassen vornimmt, was ja nicht mal mehr die Faschisten so offen betreiben. Ich räume ein, dass das Vogue-Phänomen mit diesen Methoden auf Ebene ihrer Vorstellung von Ethik und Moral Ähnliches bezweckt wie die Aufklärung, komme allerdings zum Schluss, dass die Bewegung aufgrund der Fragwürdigkeit ihrer Mechanismen Gegenteiliges bewirkt, da die eigene Argumentation ins Abseits führt. Ich habe allerdings auch die Aufklärung als Alternative angeboten für all jene Zuhörer, die noch am Eingang des Kaninchenbaus stehen. So konfrontiert wird die Vogue-Bewegung oft unangemessen emotional. Will Wissenschaft ob ihrer Thesen entmachten, wollte gar die... So, ich habe mit Verzögerung vorgelesen, weil ihr alle so schnell geschrieben habt und ich musste erst dennoch singen und tanzen und sowas. Und ich lasse ungern den Anfang einfach über, weil ich wirklich jeden begrüßen wollte am Anfang. Ich wollte jedem Hallo sagen. Ich wollte sie alle begrüßen. Den Vortrag von Dr. Ed Müller verhindern und wird nun auch mich mit denselben Behauptungen angreifen, deren Unsinnigkeit hier aufgedeckt wurden. Und wenn alle Stränge reißen, greift man dann zum letzten Argument. Wäre sehr interessant zu hören, was Karl dazu sagt. Karl, das tötet Leute. Moment mal, warum sage ich das? Karl, das tötet Leute! Das wusste ich nicht. Was bist du für ein Arschloch? So funzt halt Twitch. Ich bin noch so klein, ich bin so kleiner Streamer, ich kann sie noch alle persönlich begrüßen. Aber Jay,
Jay Riddle macht sich die Mühe, am Ende noch einen Song zu spielen, am Ende noch alle zu verabschieden. Funktioniert. Ist gut. Carl! Blasphemie. Allein Vogue zu kritisieren, bedient ein rechtsradikales Narrativ und legitimisiert dadurch deren Weltsicht. Zur Erklärung. Im letzten Abschnitt geht es nun um die Strategie der neuen Rechten. Ich beziehe mich hier teilweise auf Literatur. Hajo, am Ende wird nochmal alle, werdet ihr alle verabschiedet. Dann kommen von euch allen noch lange Ahus. Ich will von euch Ahus hören, ich mache Alanis Morissette an und dann will ich euch alle verabschieden. Tour der Strömung und den Vortrag Kulturkampf von Rechts vom 11.06.2018. Ach, du hast gerade noch mal ein Video geschaut, okay. Halten von Helmut Kellerson, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Duisburger Institut für Sprache und Sozialforschung mit Schwerpunkt Rechtsextremismus, Neokonservatismus und völkischem Nationalismus. Der Link ist in der Beschreibung. Ich werde in Folge belegen, wie Rechts versucht, Begriffe zu assimilieren, um sie für Debatten unmöglich zu machen. Wie lange ist das? Wir machen das ein bisschen schneller, es sind noch 11 Minuten. Oder im besten Falle die Deutung soweit über diese Begriffe zu gewinnen. Warum sie das tun, lässt sich glücklicherweise ungehindert nachlesen. Denn im Gegensatz zum politischen Gegner mit seiner lebhaften Streitkultur setzt Rechts auf Strategie und Mobilisierung. Frei verkäuflich lässt sich beispielsweise ungehindert das Werk Mut oder wie man einen Kulturkampf inszeniert erwerben. Mein Handbuch für den Kulturguerilla, so heißt es in der Beschreibung. Wir haben uns für den Kulturkampf entschieden, wir müssen ihn wieder und wieder aufnehmen, wir müssen schreiben, wir müssen hart arbeiten, wir müssen kämpfen, Vereinnahmung, Ausweitung der Kampfzone, besetztes Gelände. Wie wichtig für die intellektuelle Rechte das Wort und die Hoheit über seine Definition ist, wird in folgendem Abschnitt der Schrift mehr als deutlich. Kapitel Die Lüge der Blase. Zitat. Wenn die Bezeichnungen nicht mehr richtig sind, erläutert Konfuzius, wenn sie den wirklichen Dingen nicht entsprechen, ist die Sprache inhaltsleer. Wenn die Sprache inhaltsleer ist, wird Handeln unmöglich. Und in der Folge müssen alle menschlichen Unternehmungen scheitern. Es wird müßig, ja unmöglich sein, sie zu steuern. Deshalb ist die erste Aufgabe des wahren Staatsmannes die Richtigstellung der Bezeichnungen. Des Weiteren erkennt man scharfsinnig, Zitat, Nietzsche hatte uns gewarnt, noch ein Jahrhundert Zeitungen und alle Worte stinken. Es ist soweit. Sie verpesten das Globische. Alternative Facts, Infox, Fake News, Deepfake. Eigentümlich an all diesen Anglizismen ist, dass sie alle die Beweislast umstoßen. Sie entbinden den Journalisten der Pflicht, die Wahrheitsfähigkeit ihrer Quellen und Behauptungen nachweisen zu müssen. Im Kapitel Die Produktion des autorisierten Wortes heißt es dann weiter, anders gesagt, die echte Macht ist die, die das autorisierte Wort herstellt. Die echte Macht hat Verfügungsgewalt darüber, was zulässig und was unzulässig ist. Die Sakralität einer jeglichen Herrschaftsform gründet auf der Absteckung der Verbotszonen. Die Bestimmung dessen, was zu sagen gesetzlich ist und dessen, was zu sagen ungesetzlich ist. Die Erlassung all der zwingenden Vorschriften und unantastbaren Verbote. Wer sie verletzt, läuft Gefahr, vor ein, fast hätte ich gesagt, Klischeetribunal geschleppt zu werden. Darauf beruhte übrigens einst die Macht der Priesterkaste. Diese Macht über die Macht besteht in der Einfriedung der kollektiven Glaubensüberzeugung und in der Kontrolle des legitimen Wortes. Diese verleiht denen, die zu ihren Hütern erkoren werden, maßlose Gewalt. Doch lasst euch nicht von der Wortgewandtheit des Autoren täuschen. Die neue Rechte ist schlicht die alte, frisch gestrichen. Abgeschlossen wird das Buch dann im bekannten Duktus. Zitat, wir werden zu jener kleinen Schar von hervorragenden Männern und Frauen gehören, die aufopferungsvoll und ruhmreich Geschichte schreiben. Wir werden zu jener hochgemuten Rasse von Erbauern gehören, die zu ordnen vermögen, weil sie zuerst zu gehorchen verstanden. Grundsätzlich geht es der neuen Rechten um die Errichtung von Ethnostaaten. Auf Basis ihres Weltbildes, dem Ethnopluralismus der identitären Bewegung, der eine Homogenität der Gesellschaften anstrebt. Als aufgeklärter Mensch sieht man eine solche Bewegung natürlich mit der nötigen Skepsis. Als Anhänger der Vogue-Bewegung könnte man nun allerdings aufgrund schwammiger Selbstdefinition auch mit dem Argument der Gleichheit der Welterklärungsmodelle und der Gleichheit ihrer Narrative legitimisierend behaupten, dass der Ethnopluralismus für seine Anhänger genau die gleiche Daseinsberechtigung besitzt und schützenswert ist, eben wie Maturanga Maori für die Neuseeländer, die Bibel für die Kreationisten, die Scharia für die Taliban oder mündlich überlieferte Legenden über die Heilkraft von Menschenfleisch für die kannibalistischen Ureinwohner Papua-Neuguineas. Jetzt geht es erstmal nur darum, dass diese aufgestellte Theorie ja dann auch legitime Naturwissenschaft sein müsste, damit wir Gefühle nicht verletzen. Das ist aber jetzt erstmal weit hergeholt. Das viel Interessantere ist, dass gesagt wurde, wir müssen die Hoheit der Worte haben. Wichtig ist ja, dass wir momentan sehr viele Probleme haben mit dem, was wir noch sagen dürfen. Das heißt, das soll jetzt nicht so klingen, wie das wird man noch sagen dürfen, aber zum Beispiel, wenn du jemanden, der extrem woke ist, der sich sehr, sehr, selber sehr
sensibilisiert hat für bestimmte Worte, wenn du mit dem redest und versuchst zu diskutieren und du benutzt ein Wort, was er als problematisch betrachtet, dann wird die Diskussion sofort aufhören und er wird darauf rumreiten, dass du falsche Worte benutzt. Dadurch wird die Diskussion gestört. Dadurch ist eine Diskussionskultur nicht mehr möglich, weil sich plötzlich über Definitionen gestritten wird und es findet kein richtiger Austausch mehr statt. Man wird quasi als Linker gelähmt. Die gesamte linke Seite lähmt sich selber, weil sie anfängt, über Definitionen zu streiten, weil kein klares Wort mehr besteht. Zum Beispiel. So, und da haben wir ein großes Problem. Ihr kennt vielleicht den Grabenkampf von Dekadent, eine Art Podcast mit sehr woken linken Leuten, die gegen rechts kämpfen wollen. Und sobald sie das erste Mal nicht einer Meinung waren, ist der gesamte Grabenkampf zerbrochen. Sie konnten sich nicht mehr darauf einigen, weil jeder seine extremen Ansichten hatte. Und ihr merkt, dass die rechte Seite sich überhaupt nicht streitet. Im rechten Spektrum von YouTube und sowas, da seht ihr nur Leute, die einig sind. Die sind sich alle einig, da wird nicht gestritten. Hinter den Kulissen sind die vielleicht ein bisschen uneinig, aber das kommt nie nach draußen. Die zerbrechen nicht an irgendwas. Nicht die Linken, die Pseudolinken. Da sind auch Linke bei. Und dann werden andere Linke als rechts diffamiert. Die ganze linke Seite ist dabei, sich gegenseitig kaputt zu machen, weil sie sich um Definitionen streitet. Er hat die identitäre Bewegung wahrscheinlich als Beispiel genommen. Sie haben direkt von Anfang an das Wort woke als rechten Kampfbegriff erklärt. Also darfst du woke schon gar nicht mehr benutzen. Also darfst du auch keine Kritik mehr daran äußern. Ansonsten bist du ein Rechter, weil du das Wort benutzt. Auf diese Weise wirst du handlungsunfähig. Du darfst ja nichts machen, ansonsten bist du rechts. Fortschritt ist nicht mehr möglich. Das ist damit gemeint. Gut, kein Anhänger der Vogue-Bewegung würde den Rassismus wissentlich befürworten. Aber wir erinnern uns, How to be an Anti-Racist schlägt genau das vor. Zitat: Die entscheidende Frage ist, ob die Diskriminierung Gerechtigkeit oder Ungleichheit schafft. Wenn Diskriminierung Gerechtigkeit schafft, dann ist sie antirassistisch. Zitat Ende. Diskriminierung, der diskriminierenden Rassismus gegen Rassisten, nicht falsch verstehen. Ich decke hier lediglich eine klaffende Lücke in der Struktur ihrer Argumente auf. Ich glaube aber nicht, dass Vogue mit voller Absicht als eine rassistische Strömung zu lesen ist. Es mag eher... Deine Katze ist kürzlich erfroren? ...an unreflektierter Selbstgerechtigkeit liegen, dass man dieses Problem noch nicht erkannt hat. Doch der progressive Charakter der Bewegung sollte einen solchen Korrekturvorschlag nicht als Angriff, sondern als Möglichkeit begreifen. Was dennoch selten zu beobachten ist. Oder besser, stellen wir uns folgenden hypothetischen Dialog zwischen einem weißen Physiker und einer Vogue-sozialisierten Person vor. Physiker. Maturanga Maori gehört nicht in den Naturkundeunterricht. Vogue-Person. Das hast du, weißer Cis-Heteroman, nicht zu beurteilen. Physiker. Bist du Rassist? Vogue-Person. Nein, ich bin Antirassist. Physiker. Warum knüpfst du dann den Wert meines Urteils an meine Gene? Das ist Rassismus per Definition. Ich frage nochmal, bist du Rassist? Woke Person. Nein, ich bin woke. Ich kann per Definition kein Rassist sein. Ihr merkt, wir begeben uns in eine unendliche Regression, da sich das Woke-Phänomen wie eine gottlose Religion nur noch mit sich selbst erklärt. Ursache und Wirkung werden nicht in Zusammenhang gebracht. Es kann nicht sein, was leider ist. Überzeugend ist das auf keinen Fall. Eher mühselig. Doch zurück zum Wort. Natürlich können wir ganz eindeutig rechte und linke Begriffe identifizieren. Volksfront und Genosse sind klar im linken Wortschatz verortet, Umvolkung und großer Austausch im rechten. Begriffe wie Volk, Ausländer oder Nation sind da schon schwieriger zu vergeben. Kontext und Anwender spielen hier eine nicht unwesentliche Rolle. Sie gelten als umkämpft. Doch der rechte Feldzug um die Macht über die Macht bläst auf breiterer Front zum Angriff. Nach einem Online-Artikel der FAZ aus dem Jahre 2016 wurde bereits vor 7 Jahren folgende Schlachtfelder von den Faschisten eröffnet. Geschichte, Legitimität, Islam, Vereinigte Staaten, Widerstand und zu guter Letzt Realität. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nicht vor, den Rechten den gesamten Duden zu überlassen. Und gleiches gilt für das Wort Vogue, inklusive dessen Deutung. Dieser Begriff hat eine diverse, breite, skeptische Debatte verdient. Ihn den Faschisten widerstandslos zu schenken, wäre ein fataler Fehler. Also ihn als Kampfbegriff stehen zu lassen, wäre falsch. Weil damit haben die Rechten einfach das Wort und dürfen es benutzen. Um Leute zu framen,
die sie als Linke darstellen. Guckt euch mal die Woken an, die sind so verrückt. Wollt ihr das? Wollt ihr, dass jeder sich als Fuchs identifizieren kann? Dann wird sowas angeführt. Und das wird dann als Woke dargestellt. Wäre es nicht viel stabiler, wenn man Woke zu einem besseren Begriff machen könnte, als Woke sind die Leute, die sich als Fuchs identifizieren? Ein letztes Beispiel. Als erst kürzlich Sarah Wagenknechts Verein Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit zur Vorbereitung der Gründung ihrer Partei öffentlich vorgestellt wurde, guten Abend, Quantenkeks, dauerte es nicht lange, bis die erwartbaren Mühlen zu mahlen begannen. Schnell waren die Leitmedien dabei, ihr wie immer Rechtsoffenheit und Sozialismus zeitgleich zu unterstellen, als sei sie Schrödingers Katze. Doch hier soll es nicht um Kapitalismus oder um die Personalie Wagenknecht gehen. Herr Dr. Impf mir nix. Das Problem ist, glaube ich, dass es wäre gar kein Problem, wenn Leute migrieren und dann ihre eigene Lebensweise entwickeln. Weil irgendwie bin ich ja auch in Deutschland aufgewachsen, aber ich habe keine deutsche Kultur. Obwohl ich Deutscher bin. Aber ich selber habe doch keine deutsche Kultur. Vieles, was ich mache, kommt aus anderen Kulturkreisen. Aus amerikanischen Kulturkreisen nehme ich mir viel, aus asiatischen Kulturkreisen kommt sehr viel. Dieses rein Deutsche gibt es ja gar nicht. Also es können auch ruhig andere Leute kommen und können hier ihre eigene Kultur entdecken. Und alle vermischen sich. Aber es gibt Leute, die wollen das nicht. Wie zum Beispiel einige Rechte und auch Woke-Leute, die dann sagen, nee, Kultur muss getrennt werden. Jeder bekommt seine eigene Kultur und du darfst denen nichts wegnehmen. Nachher ist es dann kulturelle Aneignung oder sowas. Und da reden manchmal leider auch die Woken genauso wie die Rechten. Deutsche Kultur ist Quatsch, genau. Wir haben ja ganz viele Subkulturen. Das war jetzt transfeindlich. Hajo packt's nicht mehr. Okay, gute Nacht, Hajo. Ich werde trotzdem Tschö Hajo sagen. Dann gute Nacht, du. Du Guter. Wir hören uns noch. Jetzt redet ihr alle ganz, ganz nervös. Komm, wir packen noch die letzten 3 Minuten. Also zurück zum Bündnis. Interessant ist, nicht mal 24 Stunden nachdem der Verein seine Gründung bekannt gab, trat Tino Chrupalla, Vorsitzender der rechtspopulistischen Partei AfD, vor die Kamera, um Folgendes im Chorgesang der üblichen Verdächtigen einzustimmen. Von den Inhalten. Ich habe keine Ahnung, Dr. Impfmenix, ob es darum geht, aber würdest du einige Aspekte der deutschen Biokultur vermissen, wenn sie nicht mehr da wären? Weil so Gruppen wie die AfD zum Beispiel gehen ja sehr auf die, auf die Identität und sagen, das ist nicht unsere Identität als Deutsche. Wie das mit dem Insektenessen. Insekten sind für uns ekelhaft. Das gehört nicht zu uns. Und damit sprechen sie die Identität an in euch, dass ihr sagt, genau, Insektenessen gehört nicht zu meiner deutschen Identität. So, und das ist wieder Identitätspolitik, die aber auch in linken Kreisen vorherrscht. Das ist gefährlich. Das ist sehr manipulativ. Du kannst Menschen mit Identitäten manipulieren. Im Grunde hast du keine Identität. Und auch Kultur. Kultur spielt keine Rolle. Du kannst dir aussuchen, was du magst. Was du machst, welchen Traditionen du folgst, kannst du frei wählen. Es ist vollkommen egal, wo du geboren wurdest. Es ist alles frei wählbar. Rein theoretisch. Deswegen spielt es auch keine Rolle, wo jemand herkommt, wenn er bereit ist, sich nicht mit irgendwas zu identifizieren, was ihn eigentlich gar nicht wirklich ausmacht, sondern was ihm beigebracht wurde, einprogrammiert wurde vielleicht. Es gibt keine klare, abgrenzbare deutsche Kultur, genau. Bier und Sauerkraut natürlich, was Gonzo sagt. Ich trinke kein Bier. Alten her, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen gewundert. Das ist fast 1:1 AfD, also Verein für Vernunft und Gerechtigkeit, so heißt er jetzt erstmal. Es gibt eine Partei. Kultur zu leugnen, Kultur ist keine Identität. Ich sage nicht, dass Kultur so nicht existiert. Ich sage, dass du dir aussuchen kannst, was du machen möchtest. Du kannst Kulturen ehren, du kannst aber auch eine Kultur leben, die nicht deiner Genetik entspricht, weil du nicht darin geboren wurdest. Das sind alles Konstrukte, die du dir aneignen kannst. Aber sie sind nicht deine Person. Du wirst nicht in eine Kultur hineingeboren
und sie ist dann deine Identität für immer. Das stimmt so nicht. Man kann dich aber so manipulieren, wenn du glaubst, dass du in eine Kultur hineingeboren wurdest und sie deine Identität darstellt, kann man dich damit manipulieren, indem man dir sagt, das gehört doch nicht zu deiner Identität. Dann kann dir jemand sagen, was richtig für dich ist und was nicht, damit du deiner dir selbst anerklärten Identität gerecht wirst. Für gesunden Menschenverstand, das ist die AfD. Also von daher ist es ein weiterer politischer Mitbewerber, aber ich habe jetzt keine Angst, Perlen auf der Stirn. Wir sehen, die Rechte läuft nach Plan. Vernunft und Gerechtigkeit gehören nun auch ihnen. Zumindest, wenn wir das erlauben. Sie haben eine Strategie. Sie setzen sie um. Und wenn woke Personen fordern, du darfst woke nicht kritisieren, weil du damit rechte Narrative bedienst. Genau, du darfst halt das nicht vermischen. Du darfst Teile anderer Kulturen gerne lernen und du darfst sie zelebrieren. Du darfst Spaß haben. Du kannst in allem Spaß haben. Du kannst verschiedene Sachen feiern. Du darfst alles mögen. Oder auch ablehnen, wenn du keinen Bock drauf hast. Das macht nicht deine Identität aus. Das Problem ist, wenn dir dann jemand sagt, aber wenn du das feierst, dann musst du auch das und das gut finden. Dann kannst du sagen, nein, ich feiere das gerne. Das heißt aber nicht, dass das ein Teil von mir als Person ist und dass ich deswegen irgendwas zustimmen muss, was du sagst. Wie zum Beispiel das mit den Insekten. Was ich trotzdem falsch finde, weil ich als Vegetarier keinen Bock habe, Insekten zu essen. Ganz einfach. Das Problem ist, wenn ich jetzt sage, ich will keinen Insekten im Essen haben, dann sage ich dasselbe wie die AfD. Aber die AfD sagt das vor allem mit identitären Gründen, um die Leute zu manipulieren. Und ich sage das, weil ich keinen Bock auf Insekten habe, weil das auch Tiere sind. Weil rechts Woke nun mal beim Namen nennt, müssen wir feststellen, dass die Rechten mit eben dieser Strategie erfolgreich sind. Sie nehmen uns, den aufgeklärten Menschen, das Wort und das auch noch tatkräftig unterstützt von ihren hypothetischen Gegnern, welche anstatt mit uns gemeinsam um die Begriffe zu fechten, auch noch obendrauf eine neue gendergerechte Sprache erfinden, die weder einem festen, universell verständlichen Regelwerk folgt, noch auf breite Anerkennung stößt. Wir erinnern uns. Ich bin übrigens ein Freund von kreativer Sprache. Das heißt, wenn jemand irgendwie gendert und dabei noch mehr Fantasieworte erfindet, habe ich damit kein Problem. Es wird von rechter Seite immer gesagt, wer gendert, den nehme ich nicht ernst, weil er eine Fantasiesprache spricht. Das sehe ich anders. Jeder von uns ist in der Lage, kreativ sich auszudrücken und auch mal Fantasiesprachen zu benutzen. Das sehe ich nicht mal als Negativkriterium, weil ich sehr auf Kreativität stehe. Ich mag das. Ich finde es aber nicht sehr kreativ, immer nur dieses In und diese Pause einzusetzen. Das ist verdammt langweilig. Und wenn das irgendwie zu einem Regelwerk wird, dann lehne ich das auch ab, weil ich Regeln nicht mag. Ich mag es nicht, immer mehr Regeln befolgen zu müssen in allem. Ich mag Kreativität. Und Regeln schränken Kreativität ein, zu viele Regeln. Ganz einfach. Deswegen mag ich das nicht so, wenn das zu sehr als Regel gedacht wird. Gendern ist leider alles andere als kreativ. Aber ein kreativer Mensch könnte sich ja verschiedene Worte aussuchen, die er in jedem Satz benutzt, die gar nicht zu dem normalen Gendern gehören, sondern der wirklich kreativ neue Sachen sich ausdenkt. Und so eine Person würde ich ja trotzdem ernst nehmen, weil der ist einfach kreativ. Ich würde das nicht so abwerten. Also ich greife ja auch nicht die Argumente von Rechten auf. Wer ist MDB? Smash! Mit 48 Leuten. Das müsst ihr mir mal erklären. Geilo, danke. Stufe 1. Woher kennst du mich? So, Kinder, hier ist eure Milch. Werdet ihr groß und stark. Ihr wisst doch ganz genau, dass ich pinkeln muss. Und deswegen drückt ihr mir kurz vor Ende des Videos noch Wasser rein. Guten Abend. Ja, wir zeigen dir, wie und wann du. Das sind mir zu viele Regeln. So, Shoutout. Wunderbar, habt ihr gut gemacht. Sofort geshoutoutet. So, Pipitikaka. Guten Abend. Ihr seid Ex-Agenten. Was macht ihr hier? Wo kommt ihr her? Was habt ihr gemacht? Heinz Wäscher. Was habt ihr bis jetzt gemacht? Aurelia Colonius. Ihr habt wirklich sehr kreative Namen. Wir reden gerade von Kreativität. An das, was Konfuzius sagte. Das Woke-Phänomen macht sich und uns nach den Spielregeln der neuen Rechten buchstäblich sprachlos. Doch es gibt noch Hoffnung.
Der Fehler der Faschisten? Aus Die Kunst des Krieges? Und ein solcher tobt derzeit asymmetrisch an der intellektuellen Front, lernen wir. Wenn du dich und deinen Feind kennst, brauchst du den Ausgang von... Bruno Couleur, ihr sucht Entspannung, dann entspannt euch mal. Wir schauen gerade von Urst, der Typ Vogue, ein fataler Fehler. Hunderten Schlachten nicht fürchten. Wir kennen die Strategien der Feinde unserer Werte. Wir können sie auf Amazon bestellen. Also machen wir was draus. Und bis dahin lassen wir uns einfach weiterhin nicht verbieten, die deutsche Sprache vollumfassend, klar und verständlich zu nutzen, um kritische Gedanken zu formulieren. Die Alternative zu Vogue ist nicht rechts. Die Alternative zu rechts ist nicht Vogue. Das könnte denen so passen. Das hat man uns Lady Keuch, Udo, wer bist du? Von beiden Seiten mitunter erfolgreich eingeredet. Nein, die Alternative zu deren Bullshit ist Bildung. Ihr habt eine Doku über Obdachlose angeschaut. Warum trägst du zu Hause eine Mütze? Warum trägst du keine Mütze? Meine Haare sind zu lang. Außerdem ist das Merch. Geht mal unten auf Spreadshirt, das ist eine Merch-Mütze. Achtung, Werbung. Quantenkeks, ob das zu... mir wurde eine E-Mail nochmal geschickt, mit genau dem Video auch. Das ist doch gut. Liest man komplexe Zusammenhänge, jedoch zweidimensional, wie einen Fluchtplan, in Panik, geblendet vom dichten Rauch der Ideologien, braucht man sich am Ende auch nicht wundern, wenn man sich komplett verrannt hat. Ich danke euch dafür, dass ihr bei diesem trockenen, aber hoffentlich weiterführenden Video bis zum Schluss dran geblieben seid. Ihr merkt, das Thema liegt mir sehr am Herzen und ich hoffe, wenigstens einige Leute erreicht zu haben, die ab jetzt bestimmte Muster in Zukunft vielleicht durchbrechen. Danke fürs Zuhören, für jeden weiterführenden Beitrag in der Kommentarspalte und ja, vielleicht fürs Teilen und dafür, dass ihr alle da seid. Bis bald. Bis bald. So, ich muss dringend auf Klo. Die Raider schreiben wirres Zeug. Samara, Karma, ihr dürft gerade noch kurz aufpassen, wenn ich gerade auf Klo bin und dann fangen wir mit der Verabschiedung ab. Und mit einem Statement, was wir heute alles erlebt haben. Das ist ja heftig. Wir haben so viel heute erlebt. Das ging ab. Wir gucken gleich mal noch auf Twitter, was auf Twitter noch alles kam. Content-Warnung, Twitter.